Heute nicht. Jetzt hatten wir gerade eine Dame vor der Linse, jetzt haben wir natürlich auch noch einen Herrn vor die Linse genommen, den Gesamtsieger der Men's Physikklassen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. Du bist immer noch total angespannt, kann das sein? Ja, schon ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen im Feeling. Also ja, ich habe es noch nicht ganz aufgefasst, aber das muss ich jetzt erstmal sacken lassen und lass auf mich wirken. Total im Feeling, das ist natürlich so ein Sprichwort. Liebe Leute, lasst die Finger von den Drogen, werdet einfach Athleten und gewinnt einen Wettkampf. Das ist Feeling. Jetzt bist du natürlich heute Gesamtsieger geworden der Men's Physikklassen. Aber für die Punkteliga hat es natürlich leider nicht gereicht. Hattest du, bist du generell mit dem Ziel auch hergekommen, auch das Ding noch für dich zu gewinnen, die Punkte komplett? Nee, das war nicht mein Ziel. Durch das, dass ich Lübecker nicht starten konnte, da war ich noch nicht fertig, war das eigentlich schon außen vor, von vornherein. Da ich nur den Column Beach Style gestartet bin und jetzt den American Dream, war die Chancen da sehr schwierig, ja. Auf jeden Fall ein sehr geiles Paket heute präsentiert. Das könnt ihr euch alles nochmal bei Body Extreme natürlich anschauen, Fotos etc. Was ist denn generell, wenn man natürlich weiß, man fährt zur Meisterschaft und da gibt es zum einen gibt's natürlich die Chance, Klassensieger, vielleicht sogar Gesamtsieger zu werden, aber es gibt auch noch diese Punkteliga. Was hat denn für dich die oberste Priorität gehabt heute? Für mich hat eigentlich die oberste Priorität gehabt den Gesamtsieg, weil ich mich eigentlich für die Arnold Classics qualifizieren wollte. Das war unser Ziel und jetzt hat es endlich geklappt. Köln war knapp dran gescheitert und ja. Die werden alle flügge und fliegen aus, die Küken, zumindest was Deutschland betrifft. Die wollen alle international starten. Dann wünschen wir dir natürlich auch viel, viel Erfolg. Ist schon erster Wettkampf angepeilt? Ja, also Arnold Classics sind wahrscheinlich geplant. Es ist jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, aber 19. bis 23. Genau, September. Ja. Was uns natürlich interessieren würde, verbindest du das gleich mit Urlaub oder direkt nur Wettkampf und ab nach Hause? Wahrscheinlich direkt nur Wettkampf und dann wieder ab nach Hause, ja. Na, dann verschieben wir den Urlaub auf nächstes Jahr. Dieses Jahr sind noch wichtigere Sachen drauf. Wir wünschen auch dir natürlich noch einen schönen Aufenthalt hier in Fulda, schöne Heimfahrt und viel, viel Erfolg natürlich bei der Arnold Classics. Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zur Herbstsaison. Dankeschön. Danke. Tschüss.